MICO-TCA ist ein relativ neuer Standard im Bereich der Embedded Computer Technologie. Als einer der Marktführer auf diesem Gebiet setzt Kontron unter anderem auf MICO-TCA. Dr. Stefan Rupp und Irene Hahner erklären, wie Kontron mit dem Standard arbeitet. Herr Rupp, welche Anwendungsfelder sehen Sie für MICO-TCA? Ja, MICO-TCA heißt ja Micro Telecom Computing Architecture, das heißt, die Anwendungen kommen aus der Telekommunikation. Man kann mit MICO-TCA sehr kompakte, leistungsfähige Systeme für Telekommunikation bauen, sowohl für öffentliche Netze als auch für private Netze. Private Netze werden zum Beispiel Funklösungen für Polizei, Sicherheitskräfte. MICO-TCA geht allerdings über den Telekom-Bereich hinaus. Überall, wo man hochleistungsfähige Rechnersysteme braucht, passt MICO-TCA. In der Industrieautomatisierung, zum Beispiel im Bereich Bildverarbeitung, Steuerung komplexer Bewegungsvorgänge. In der Medizintechnik, im Bereich der Bildverarbeitung für Diagnose und Therapie. In Transportwesen, für Systeme zur Information, Entertainment. Und natürlich auch im militärischen Bereich für rechenintensive Anwendungen, wie Sonar oder auch Kommunikationslösungen. Frau Hahner, wie unterscheidet sich MICO-TCA von anderen Standards? Bei anderen Standards kann man natürlich Compact-PCI nennen, sowie VME-Bus. Das sind Technologien, die schon seit vielen Jahren auf dem Markt vorhanden sind, die Ende der 90er Jahre sich etabliert haben und inzwischen in viele Applikationen gewandert sind. Hat sich also in vielen Marktsegmenten verbreitet. Inzwischen ist aber die Situation folgende: Die Kunden fordern mehr Performance, sie fordern einen höheren Datendurchsatz und hier kommt MICO-TCA ins Spiel. MICO-TCA kann diese Anforderungen erfüllen. Wenn man von Compact-PCI zum Beispiel spricht, dann muss man wissen, dass das auf einer Technologie basiert, dem parallelen PCI-Bus, der zum damaligen Zeitpunkt, als die Spezifikation definiert wurde, aktuelle Technologie war. Inzwischen haben wir aber PCI Express, also ganz neue Technologien, die der Kunde natürlich auch nutzen möchte. So, MICO-TCA hat in ihrem Standard PCI Express implementiert, hat auch andere Technologien in ihren Standards implementiert, wie zum Beispiel 10 Gigabit Ethernet. Auch eine Möglichkeit, hier einen schnelleren Datendurchsatz zu erreichen im Vergleich zu den bisher üblichen 1 Gigabit Ethernet-Verbindungen. Also alles neue Technologien, die es dem Anwender ermöglichen, die Anforderungen nach mehr Performance, nach mehr Datendurchsatz auch zu befriedigen. Und was bietet Kontron in diesem Bereich an? Kontron ist ein Systemhaus. Wir bieten komplette Systeme, haben unseren Schwerpunkt auf der Prozessortechnik. Die Anwendungsfelder sind ja unterschiedlich. Also auch die Systeme in der Telekommunikation sehen anders aus als Systeme im industriellen Umfeld. Was Sie hier sehen, ist eine Übersicht über unser Portfolio. Sie sehen das System 5080. Das ist eine völlig redundante Lösung. Alle Komponenten sind gedoppelt. Man kann jede Komponente im laufenden Betrieb ziehen und austauschen. Und diese Hochverfügbarkeit ist eine Schlüsselfunktion für Telekommunikationsnetze. Die Netze sollen ja weiterlaufen, dürfen nicht ausfallen. Redundanz kostet allerdings auch Geld. Und wo man sie nicht braucht, möchte man sie auch nicht bezahlen. Sie sehen hier, die anderen Systeme haben ein Industriedesign, haben konventionelle Netzteile drin, haben ein anderes Format, sodass man auf weniger Baugruppen mehr Funktionen unterbekommt, sind aber von der Architektur her auch MICO-TCA.